Moin Leute, in diesem Video fasse ich euch einmal die neuesten Informationen aus der Veranstaltung ROG Pulse zusammen. Das war die Live-Veranstaltung vom 9.5. Und das Wichtigste vorab, das nächste Ally wird am 2.6. angekündigt. Es wurde noch nicht viel mitgeteilt, aber einige Infos haben wir schon mitbekommen und die möchte ich euch in diesem Video ganz kurz und knapp einmal zusammenfassen. Bei dem nächsten Ally, was ROG Ally X heißen wird, handelt es sich mehr als nur um ein kleines Upgrade, also nicht nur die Anpassung der SSD, des Designs und der Farbe, es soll schon etwas mehr sein. Nicht ganz Ally 1.5, aber auch noch nicht Ally 2. Was wirklich ganz groß angekündigt wurde, ist, dass der Akku deutlich verbessert sein soll. Dann hat man noch scheinbar die Möglichkeit, dass der RAM angepasst wurde. Der Speicher soll scheinbar auch angepasst worden sein, das heißt, wir werden vermutlich die Möglichkeit bekommen, 1 TB als Speichermöglichkeit auszuwählen. Und was ich ganz gut finde, ist die Ports. Ich hoffe ja, dass wir einen zweiten USB-C-Port bekommen und dass diese tatsächlich auch endlich Thunderbolt 4 sind, sodass man eGPUs anschließen kann. Das wäre wirklich fantastisch. Dann könnte man nämlich ganz einfach auf grafisch ohne Probleme aufrüsten. Ansonsten wurde gesagt, dass das Display gleich bleiben soll. Ist in Ordnung. Natürlich die Displayränder, wäre schön, wenn man das geändert hätte, aber ich glaube, das behält man sich für das Ally 2 bzw. Ally 2025 dann vor. Im Weiteren ging es dann eigentlich nur noch um das nächste größere Armory Crate Update 1.5. Da wurde auch schon angekündigt, dass das für beide Allies, also das Ally 2023 und das Ally X, erscheinen soll. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen hinsichtlich der Kompatibilität machen, was ich auch sehr gut finde. Die bisherigen Infos zum Ally X sind natürlich nicht so transparent, wie man es sich gerne erhofft, aber ich finde es schon interessant, dass man hier tatsächlich auf Ports und den Akku eingeht, weil das waren wirklich zwei große Kritikpunkte, insbesondere der Akku. Unter Volllast hält er nicht länger als 1,5 Stunden aus. Da bin ich wirklich gespannt, was uns da erwartet und was uns da erwartet, auch in Hinsicht des Gewichts. Das muss man ja auch immer mit berücksichtigen. Da bin ich echt gespannt, wie Asus das gelöst bekommen hat. Und wie gesagt, bei den Ports hoffe ich, dass wir hier nicht nur von der Quantität mehr bekommen, sondern auch tatsächlich von der Qualität. Aber wir müssen uns noch bis zum 2.6. gedulden. Jetzt fasse ich euch noch einmal die wichtigsten Informationen zu Armory Crate 1.5 zusammen. Es handelt sich hier um ein komplettes Redesign von Armory Crate. Ihr seht es auch schon im Hintergrund, die Spielbibliothek sieht ganz anders aus, etwas überarbeitet, etwas cleaner und aufgeräumter. Und auch innerhalb dieser Spielbibliothek habt ihr viele Anpassungsmöglichkeiten. Ihr seht da oben zum Beispiel die Leisten, Favorites, All Games und Game Platforms. Das heißt, ihr könnt jetzt Spiele als Favoriten markieren, dann ist die getrennt von der grundsätzlichen Spielbibliothek und auch die Spieleplattformen sind getrennt. Also wenn ihr Spieleplattformen wie GOG hinzufügt, dann findet ihr in dem Reiter ein weiter rechts. Das ist wirklich ganz interessant und es sieht auch wirklich sehr viel besser aus als vorher. Insgesamt ist der Look sehr viel angenehmer und hochwertiger meiner Meinung nach. Und auch innerhalb dieser Spielbibliothek habt ihr weitere Anpassungsmöglichkeiten. So könnt ihr es zum Beispiel so machen, dass ihr nicht so ein Raster habt, sondern einfach nur eine einzige durchgezogene Reihe und ihr könnt dann nur noch nach links und rechts swipen. Das seht ihr jetzt gerade. Das finde ich persönlich nicht so gut. Ich finde es besser, wenn man die Spielebibliothek so im gesamten Raster sieht. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und auch innerhalb dieser Spielebibliothek habt ihr dann noch weitere Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren. Das heißt, jeder wird am Ende gefühlt eine eigene Art Spielebibliothek haben und das wird bei jedem anders aussehen. Das ist wirklich interessant. Was ihr zum Beispiel ändern könnt, ist die Größe der Designs, also der jeweiligen Bilder, dann könnt ihr den Standort scheinbar auch noch anpassen von diesen Vorschaubildern, dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen verblurrt aussehen lassen. Ihr seht es hier gerade, das ist ein Screenshot von den Einstellungsmöglichkeiten. Ihr seht, ihr könnt den Standort bestimmen, dann horizontal oder vertikal und dann noch die grundsätzliche Größe. Also da hat man sich echt viel Mühe gemacht. Jetzt seht ihr hier nochmal weitere Auswahlmöglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel da entscheiden, ob man überhaupt den Titel anzeigen lassen möchte oder nicht.
ob man das Hintergrundbild sehen möchte oder nicht und und. Also da sind wirklich sehr viele Möglichkeiten hinzugekommen. Die Anpassungen sind aber auch nicht nur kosmetischer Art. Ihr habt zum Beispiel innerhalb der Game Options die Möglichkeit, das Spiel auch deinstallieren zu können. Das erfolgt zwar nicht automatisch, aber ihr werdet immerhin innerhalb von Windows weitergeleitet und kommt dann an die jeweilige Stelle. Asus versucht mit Unreal Create immer mehr und mehr ein einheitliches Programm zu entwickeln, womit ihr alles erledigen könnt. Und ich finde den Ansatz wirklich ganz interessant. Und was ich noch ganz interessant finde, das hatte ich auch, ich glaube, in einer der allerersten Videos von mir gesagt, dass man die Controller-Einstellungen, die man sich selbst kreiert hatte, nicht teilen kann, wie man das ja beim Steam Deck machen kann, beziehungsweise bei Steam grundsätzlich. Und das soll scheinbar nun gehen. Wie das Ganze geteilt wird und ob das auch online funktioniert oder nur lokal über eine Datei, ist noch nicht ganz klar. Viel mehr wurde dazu nicht gesagt. Aber es besteht jetzt endlich die Möglichkeit, dass man seine Controller-Einstellungen, die man sich individuell erstellt hat, teilen kann. Wirklich top. Insbesondere für Spiele, die keinen Controller-Support haben, wie zum Beispiel Gothic 1 und 2, kann man mal einen Kumpel fragen, ob der schon eine Einstellung hat und dann habt ihr sofort eine funktionierende Controller-Steuerung. Dann gibt es noch weitere kleinere Anpassungen, aber die wurden jetzt in dem Video nicht vorgestellt. Übrigens, den Link zu dem vollständigen Video packe ich euch in die Videobeschreibung. Das ist jetzt auch das, was gerade im Hintergrund läuft. Ich habe es einfach stumm geschaltet und erzähle euch alles Wichtige einmal so oder habe es euch erzählt. Und wir kommen jetzt auch zum Abschluss, weil es nicht mehr Infos gab. Aber ich bin wirklich gespannt. Es sieht sehr gut aus und ich freue mich wirklich auf das Ally X. Es scheint mehr als, wie gesagt, nur dieses Ally 1.5 zu sein. Die Anpassungen wurden an den richtigen Stellen vorgenommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Was haltet ihr von der Präsentation und dem Ally X? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!